Moin Leute, was geht? Heute möchte ich euch einfach kurz mal so drei Ideen bzw. Vorschläge mit an die Hand geben, wie ihr eure FIFA 22 Karrieremodus-Erfahrung etwas herausfordernder gestalten könnt. Vorschlag Nummer 1: Begrenzt euer Transferbudget. Meistens hat man in der Karriere ja relativ schnell ziemlich viel Geld auf dem Konto. Im ersten Moment klingt das natürlich ziemlich cool, auf Dauer ist das allerdings auch ziemlich langweilig. Deshalb mein Vorschlag: Überlegt euch einfach so eine Art realistisches System, wie sich dann quasi euer Budget von Saison zu Saison entwickeln soll. Kurzes Beispiel: Wenn ihr jetzt beispielsweise mit Stuttgart eine Karriere startet, dann könntet ihr sagen, in der ersten Saison will ich 10 Millionen Euro haben, in der zweiten 15 Millionen, in der dritten 20 Millionen und so weiter. Ihr könnt das Ganze aber auch so ein bisschen erfolgsabhängig machen. Das heißt, ihr könntet sagen, wenn ich in der nächsten Saison irgendwie international komme, kriege ich 5 Millionen mehr, wenn ich sogar in die Champions League komme, 10 Millionen mehr, oder wenn ich besser abschneide als im letzten Jahr, kriege ich so und so viel Geld mehr, wenn ich schlechter abschneide, dann reduziere ich vielleicht auch mein Transferbudget wieder so ein bisschen. Da könnt ihr euch eben einfach so irgendwas überlegen, wie es euch halt am besten gefällt. Ihr könnt natürlich aber auch die Hardcore-Variante wählen und einfach sagen, ich beginne jede Saison mit 0 Euro. Das ist natürlich wirklich richtig schwer, denn dann könnt ihr nur neue Spieler kaufen, wenn ihr alte Spieler verkauft. Und ihr könnt zum Beispiel auch einfach nur Verträge verlängern oder Jugendspieler verpflichten, wenn ihr Spieler verkauft. Das heißt, ihr müsst richtig gut wirtschaften, um eben auch voranzukommen. Und wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, wie verringere ich eigentlich mein Transferbudget? Das ist auf jeden Fall relativ einfach. Ihr könnt nämlich einfach so lange Scouts einstellen und sie dann wieder feuern, bis euer Budget dann am Ende dem Wunschbetrag entspricht. Falls euch das allerdings zu lange dauert, könnt ihr auch einfach irgendeinen random schlechten Spieler für den jeweiligen Betrag kaufen, den ihr loswerden wollt, und den Spieler dann auch direkt danach wieder freigeben oder natürlich auch behalten, wenn ihr das möchtet. So, dann kommen wir auch schon zu Vorschlag Nummer 2. Kauft keine Standardtalente. Generell könnt ihr auch einfach öfter mal ältere Spieler verpflichten. Selbst mit 30 haben die meisten Spieler noch 2-3 gute Jahre im Tank. Wenn ihr dann aber doch lieber junge Spieler mit ein bisschen Potenzial verpflichten wollt, dann nehmt halt einfach mal nicht die Jungs, die irgendwie 85, 86, 87 Potenzial haben. Selbst 84 ist eigentlich schon relativ hoch. Wenn ihr zum Beispiel Seiten wie so FIFA nutzt, dann gebt einfach mal als maximales Potenzial 82, 81, 80 oder vielleicht auch einfach nur eine 75 ein. Hängt natürlich davon ab, wie schwer ihr es haben wollt und auch in welcher Liga ihr spielt. Auf jeden Fall findet ihr so aber richtig viele coole neue Spieler, die ihr sonst wahrscheinlich nie getestet hättet. Und vielleicht entwickelt ihr den ein oder anderen ja dann sogar trotzdem zum Weltstar. Und dann sind wir auch schon beim letzten Vorschlag angelangt, und das ist: Verkauft eure Topspieler, holt dann aber keine Topspieler als Ersatz. Gutes Beispiel dafür: In meiner Köln-Karriere habe ich Randy Inteka mit einer 84 verkauft. Als Ersatz habe ich dann allerdings Jonathan Burkhardt verpflichtet, der nur eine 79 hatte. Ich hätte auch easy einen Stürmer mit einer 83 oder vielleicht sogar einer 85 holen können, aber das macht das Ganze dann halt relativ schnell wieder langweilig. So hingegen werdet ihr in eurer Entwicklung immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen, müsst dann erstmal wieder einen brauchbaren Ersatz entwickeln, und damit bremst ihr, wie gesagt, eben das Tempo eurer Entwicklung einfach so ein bisschen aus und verhindert dann vielleicht auch, dass ihr nach 4 Saisons schon Haaland und Mbappé im Sturm habt und 6-mal die Champions League gewonnen habt. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Falls es euch geholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn beides zutrifft, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr diesen gerne abonnieren. Checkt auch gerne meine Köln und meine ehemals HSV, dann Halle und inzwischen Nürnberg-Karriere aus. Genau, und das war's eigentlich auch schon. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Ganze irgendwie hilfreich fandet, welchen Tipp ihr am besten fandet. Genug gelabert, also haut rein und ciao, ciao.